Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal Alter, man spielt. Wir wollten wegen den Gesandten hier gucken. Drei. Ich habe zwei dazu gekriegt. Ah, hier. Davon habe ich zwei dazu gekriegt. Genau. 10,5 kriege ich pro Runde. Wow. Nicht schlecht. Und wir wollten gucken. Das gucke ich jetzt nicht. Bist du... Nein, ich muss ihn noch einmal einsetzen. Meine letzte Ladung dafür ausgeben. Jawohl. Das sieht so aus, als ob du wieder runterfällst. Wo sehe ich das denn? Religion. Forschende Religion, aber das sieht doch der Fall da unten. Okay, vergessen wir's. Habe jetzt keine Lust, 5 Jahre zu suchen. Du gehst dahin. Und du gehst mal hier hin. Lager bauen, Fischings. Was bringt mir das Lager? Du hast nur eine. Bringt mir Lagerproduktion. Plus 1 Produktion. 0,5 Wohnraum. Machen wir. Nächste Einheit. Weißt du was? Meine Karawelle. Was kenne ich noch nicht von der Welt? Ah, hier unten Südpol. Ja, muss ich mal langsam umfahren. Hab ich nicht noch ein... Wo sind meine Einheiten? Hier sind sie nicht. Wann sind sie hier? Ressourcen, Erträge, Ressourcenstadtstaaten, Gerüchte. Kann man nicht... Moment. Egal. Ich weiß es jetzt nicht. Ich suche jetzt auch nicht 3 Jahre. Meine Jung macht jetzt ganz einfach... Hier mal kurz Pause. Achso, du machst Erkunden automatisieren. Das weg. Mein Freibeuter geht hier runter. Und kann nicht plündern. Du sollst hier hin. Du sollst, keine Ahnung. Ich brauche hier unbedingt Wohnung. Nein, da. Moment mal kurz. Guck mal was. Ein Schrein. Bringt mir keine Wohnung, aber ich sollte mal einen Schrein hier machen. Ein Leuchtturm bringt mir einen Wohnraum.
Dann kaufe ich mir den. Oh, ja gut, ich kriege das Geld zusammen. Ja, ich habe 62,5 kriege ich im Monat. Dann lohnt sich das doch, oder? Machen wir. Haben wir einen Wohnraum. Und 150 kann ich mir jetzt nicht mehr leisten, ist klar. Oh, in 21 Runden. Machst Pause. Du baust. Der Hammer schlägt eine goldene Nadel in eine Zuschauer jubeln. Den Bö. Ich versuche es mal vernünftig deutlich zu lesen. Ein Hammer schlägt einen goldenen Nagel ein und die Zuschauer jubeln. Denn die Bürger Indonesien haben die erste Eisenbahn zwischen Tuban und Jambi fertiggestellt. Wow. Drei Zeitalterpunkte. Du bist. Ah ja. Nächste Runde. Das heißt, drei Zeitalterpunkte. Ich habe 124. Jetzt haben wir das Ziel zum goldenen Zeitalter. Das sind 12 Punkte. Ne, genau genommen 13. Schaffen wir das? Leute, schaffen wir das? Schauen wir mal. Und weiter. Zum nächsten. Was möchtest du denn von mir? Oh. Stein von Saint-Hélieu. Erschaffen von. Bieten 4 und 8. Oh. Einmalig. 13 und 30 Runden Elfenbein. Oh, dann machen wir das sofort. Da bin ich mit einverstanden. Wir wollen 3 Runden Gold. Ja. Vorschlag annehmen. Wie geht es hier hin? Und dann kannst du nicht weitergehen. Okay, dann bleibt das stehen. Wer bist du? Nee, Stadt. Ah, ich wird hier im Lager gebaut, genau. Ich brauche. Oh, Mond Christi, Apostel. Ich muss mal gleich gucken, ob ich voll bin. Ich baue hier 4 Mittelalter Pikinier. Bevölkerung, Kavallerieabwehr. Kavallerieabwehreinheiten der späten Renaissance. Nahkampfeinheit, Stärke 55. Okay, Musketiere. Nahkampfschwere 55. Bevölkerung, Peter. Okay. Ich baue mal ein Musketier-Pikinier. Warum nicht? Vielleicht gibt es ja auch einen Zeitalterpunkt. Kann ich damit reinlaufen? Mehr als verlieren kann ich. Nicht gut. Okay. Ach, da hab ich bin noch ein Idiot. Warum sagt mir das denn keiner? Jetzt sehe ich's, ich hab das schon modernisiert. Aber ich kann hier unten ne Kampung bauen. Lauf mal dahin. Du gehst. Nö, du bleibst da. Bereitschaft. Die Stadt ist verbunden. Du bist dabei. Genau.
Einheit benötigt Befehle. Den kaufe ich mir jetzt hier. Alles nur eins. Da ist zwei sogar. Militärpionier. Nein, du machst nichts. Du baust eine Plantage. Habe ich überhaupt schon mal eine Plantage gebaut? Vielleicht gibt es einen Goldzeitalter. Nein, gibt es nicht. So, mit dir wollte ich... Glauben missionieren. Wunderbar. So. So, Nase geputzt und Städteregion gründet werden die Region mehr. Nee, das will ich nicht. Die Regionen bereiten sich in die Städte aus, die 30 Wochen weit entfernt sind. Das ist sehr interessant. Schrift, die höhere Ausbreitung durch Druck von benachbarten Städten ist 25% stärker. Wird auf 50% erhöht, wenn erforscht wurde. Weiter entfernt. Das ist eigentlich, ja, das ist interessant, aber das ist interessanter. Kampfanhalten 10, nee, das will ich nicht. Kreuzung, Kampfanhalten 10% Kampfstärke innerhalb der Grenzen fremder Städte mit dieser Region. Nein. Mariöse Einheiten. Nein. Der Druck eurer Region nimmt durch Verlorene. Nein. Nehmen wir das oder das. Okay. Wenn ich das nehme, aus Region Ausbreitung durch. Ich komme da immer wieder hin, keine Sorge. Wie weit ist der Druck? Wo sehe ich das? Sehe ich das durch Religion? Nee, warum ist jetzt... Da. Ah, da sind diese Punkte. Ganz viel Religionendruck. Da auch. Hier unten ist auch Religionsdruck. Da auch. Hier nicht mehr so. Das kommt von hier. Du kriegst ein bisschen da. Also glaube ich, wäre es besser, wenn ich die Linse erstmal ausmache. Die höhere Ausbreitung durch Druck von benachbarten Städten ist 25% stärker. Wird auf 50%, wenn der Druck erforscht wurde. Ich glaube, das ist besser. Reichweite ist nicht so wichtig. Wichtig, wenn ich weiter entfernte Städte. Aber das ist, glaube ich, ja, für die vielleicht. Aber das ist, ja, wir nehmen die. Schrift, Glaubenssatz neu wählen. Nein, bestätigen. Drei Zeitalterpunkte sind mir das. Wunderbar. Oh, Buddhismus ist hier vorherrschend. Das gefällt mir gar nicht. Einwanderer da. Du kann dich hier nicht heilen. Heilt sowieso nur auf eigenen Gebieten. Galeere. Weißt du, was ich mit dir mache? Automatische. Das ist mein Freibeuter.
Wen kann ich. Ach, der Polizist, ne, der ist ja weg. Apostel. Na, Angor, was ist so interessant? Weiter. So, schauen wir mal, was uns so. Der Tag, an dem wir nichts mehr entdecken, ist der Tag, an dem wir Leben in einer toten Welt ohne Neugier und Träume beginnen. Ja, ja, Barbaren gefangen genommen. Der da oben, ich weiß schon, welche. Eine Regierung freischalten. Hatte ich nicht letztens gesagt, ich wollte Regierung gucken, als die Regierung. Schon mal Schicht rundherum. Ja, egal. Regierung freischalten. Welche ist das denn? Okay. Ein Wohnraum pro Stadtmauer statt Stufe. Welche Regierung habe ich denn momentan? Ich glaube, ich habe die hier. Die muss ja die weiße sein. Schauen wir mal. 10% Gold in allen Städten mit einem etablierten Gouverneur. Okay. Auf Kotten. 5 religiöse Stärke mit theologischem Kampf. Ja. Aber meine Regierung. Okay, hier kriege ich 15% Rabatt auf Käufe mit Glauben. Einflusspunkte. Mit meinen Stadtstaaten habe ich sowieso nicht viel zu tun. Naja, sollte ich mich ein bisschen mehr drum kümmern vielleicht. Aber hier habe ich 2, 1, 1, 2. So, hier hätte ich 2, 2, 2, 2, 1, 1. Meine Regierung. 2, 2, 1, 1. Das passt nicht. Ich habe nur einen Wirtschaft momentan, was mich interessiert. Aber plus Einfluss pro gesandte Stadtstaat. Das könnte notfalls raus. Ein Gold durch den gesandten Stadtstaat. Politik ändern. Was könnte mich an Wirtschaft interessieren? Annehmlichkeit für alle Städte mindestens 2 Spezialbezirke. Produktion. Mehr Gold durch Gebäude, Handelszentrum. Plus 5 Stadtbevölkerung mehr. Ich brauche Banken, fällt mir gerade ein. 5 religiöse Stärke für alle religiösen Einheiten, Handelszentrum, Nachbarschaft, Bonus. Ich habe gar kein Handelszentrum. 15% Produktion für alle Wunder. Oh, das ist auch nicht schlecht. Dreieckshandel. 4 Gold und 1 Glauben durch alle Handelswege. Handelsföderation. 1 Kultur und 1 Wissenschaft durch internationale Handelswege. Internationale. Und hier durch alle Handelswege. So viele internationale Handelswege habe ich noch nicht. Ich sehe das gerade, ich kann 6 Handelswege machen. Das wird langsam interessant. Da sollte ich mich mal drauf konzentrieren. Wo sind meine Stadtstaaten? Ne, das sind sie nicht. Ja, nicht meine, aber... bei dem Stadtstaat war das das? Ja, da. Eure Handelswegen generieren 1 Gold für jede 5 Geländefelder, die sie überqueren. 5 Geländefelder? Okay. Haben wir noch was mit Handelswegen? Eure Handelswege zu allen Stadtstaaten bieten 2 Kulturen 1 Gold für jede Spezialbezirk in Ursprungsstadt. Okay. Eure Städte erhalten 2 Produktionen für jede fremde Zivilisation, mit der sie durch einen Handelsweg verbunden sind. Ja, das ist interessant. Ich sollte hier Singapur. Da müsste ich mit ihm kämpfen. Ich bin der Einzige? Wow. Die interessieren sich für die nicht. Okay.
bringt mir durch eine Position in der Hauptstadt und in jeder Stadt mit einer Werkstatt beim Bau von Wundern, Gebäuden und Bezirken. Ja, Werkstatt. Da habe ich ja nochmal eine zusätzliche Produktion gekriegt. Zwei Positionen in jeder Stadt mit einer Fabrik, ein Konsulat beim Bau von Wundern, Gebäuden und Bezirken erhalten. Vier Produktionen mit beide, ja. Ja gut, Kraftwerk, Produktion, 8, 9. Du bist interessant und du. Und da kriege ich eure Handelswege generieren ein Gold für jede. Ist egal welche. In Ordnung. Deswegen. Ich sollte. Wenn ich auf Theokratie Rabatt. Kann ich ein bisschen mehr Schiffe kaufen und so. Wann könnte ich meine nächste Politik ändern? Wow, Süleyman, Sondek, Tamara, die sind mir mal um einiges voraus. Kerapatra bin ich. In drei Runden. Wir werden uns in drei Runden entscheiden. Aber wir uns jetzt schön Feldkanone. Kunstmuseum, baut ein Kunstmuseum. Das ist nicht das Problem. Bolschoi-Theater. Was kriege ich eigentlich hier? Hier kriege ich auch was, ne? Indonesien, ein Punkt. Oh, Mann. Ein Punkt. Zwei Punkte. Wow. Wissenschaft 14 Punkte. Gucken wir mal. Das Osmanische Reich ist mir voraus, hat 8 Punkte, Krieg 6,9. Ja, weil ich den letzten gekriegt habe. Zurück. 5310. Wow, nee, das Geld habe ich nicht. Ich 3 Punkte. Ja, das ist momentan 0. Ingenieur kriege ich 3. Durch Werkstätte und so kriege ich das, ja. Solche Regierung ändern. Mal Pause. Also meine Regierung. Ich bin da mir nicht so sicher. Ich könnte jetzt, da kriege ich 15%. Ich baue momentan auch noch nicht so viele Schiffe. Einflusspunkte. Gold. Wirtschaft könnte ich ihn hier nehmen. Da kriege ich 4 Gold. Ich alle Handelswege. Da hätte ich 24, wenn ich jetzt alle 6 hätte. 24 Gold. Zusätzlich nochmal. Wenn ich ihn hier wegnehme, verliere ich durch Gesandte 26 Gold. 24 kriege ich durch die, aber die Handelswege muss ich erstmal da haben. Aha. Und ich könnte Überlegung nicht dahin. Dahin. Ich kriege 2 Produktionen für jede fremde Nation. Handelsweg, ja. Aber hier, wenn ich mich darum kümmere, wir generieren Gold für jede 5 Geländefelder. Ja, das ist interessant.
Ich werde meine Regierung ändern, glaube ich. Nehme ich dich erstmal raus, du bleibst, du auch, und dann kommt hier erstmal er rein. Mein Geld und Glauben kriege ich. Und dann muss ich gucken wegen Wissenschaft. Ja. Das mache ich. Ich ändere meine Theokratie. Ja. So. Nein, Wachstum und 3 Leute pro Runde für Städte nicht. Wachstum und 3 Loyalität pro Runde für Städte nicht auf dem Kontinent eurer ursprünglichen Hauptstadt. Ist auch interessant. Wirtschaft. Du kommst auf jeden Fall schon mal rein. Das lasse ich noch. Das ändere ich sowieso irgendwann. Na, und Fernkampfkavallerieeinheiten aus modernem frühen Zeitalter. Ich gehe nochmal, ja, wir wollen nochmal kurz, was wollte ich denn jetzt? Wegen, ja, der Karte hier war das, glaube ich. Genau, wegen der. Wachstum und 3 Loyalität pro Runde, Städte nicht auf Kontinent eurer Hauptstadt. Das wären... Meine Kontinent, Kontinent, Kontinent. Du bist auf Kumori Kandam. Kandam, Mu. Und ihr seid auf Mu. Okay, dann kriegt ihr 3 Loyalitäten mehr. Loyalität ist, glaube ich, keine volle Loyalität. Aber ihr wächst schneller. Lohnt sich das? Nein. Wohnraum. Ich muss hier für Wohnraum wohnen. Das sind meine kleinen Städte. Oh. Okay. Gold, Kornspeicher, Wohnraum, 170. Oh. Das bringt mir aber auch ganz schön hier. Ganz schön Geldabzug habe ich jetzt. Wenn der auch noch rausfliegt. Einkommen. Moment mal kurz. Einkommen durch meine Vereinbarung. Durch Glaubenssätze. Städte. Ausgeben. Vereinbarung. Ah, die sind gar nicht damit eingerechnet. Wirtschaft, du kommst für alle Handelswege, ne? So, kommst da rein. Das steht da noch nicht drin. Und das lasse ich jetzt mal kurz so. Nee. Mein Wissenschaftler, meine Punkte möchte ich gerne haben. Nein. Joker ist das. Auf alle Erträge für jedes Gebäude, Regierungsplatz. Wissenschaft. 2 Punkte.
Zwei große Künstlerpunkte pro Runde. Zwei große Künstlerpunkte. Für das Kunstmuseum. Oh, das ist aber nicht echt schlecht. Händler. Ja. Ich verbrauche die Folge, um nur hier meine Politik zu klären. Aber das ist auch wichtig. Das ist gut. Ja, das ist nicht so schlimm. Das kann raus. Die fliegt raus. Definitiv. Nein, die brauche ich nicht unbedingt, hoffe ich mal. Eure Handelswege zu Stadtverbündeten oder Vasallenstaaten? Nein. Das ist auch 150 Produktion für Spione, Spionagemission. Endet 25 schneller. Statt zwei Loyalität pro Runde. Nein. Du gehst dahin. Ich lasse das Gold nochmal drin. Gesandten pro Stadt. Und das werden wir sehen. Und mein Joker kann ich alles einsetzen. Aber ich nehme den großen Wissenschaftler erstmal. Ja. 81,8. Wow. Durch meine Gesandten und durch Städte. Von Handelswegen steht da gerade nichts, aber ist egal. 109,92 lasse ich erstmal so. Habe ich hier einen Schiffswerfthafen? Ja. 16. Ecuador kann ich Wohnviertel. Wow. Lass mich mal gucken. Aber das brauche ich gerade nicht. Das ist aber ein Handelszentrum. Da kann ich Banken bauen. Hafen bringt mir großes Material. Oh ja, das ist interessant. Nee, Handelszentrum. Da geht die entfernt in Weizen. Hier entfernt Modernisierung. Aber es sind drei. Durch angrenzenden Fluss, durch Gold, durch angrenzenden Bezirk. Fluss. Ah, müssen zwei Bezirke sein. Baujen. Nahrung 44. Verliere ich 5 Nahrung. Ist eigentlich nicht wenig. Kornspeicher habe ich. Mache ich. Ja. Ups. Ah. Eisenbahn. Was wie ein Heuerchen. Oh. Lohnt sich das hier überhaupt? Anhänger, Druck. Bonistus 1347 Anhänger, 153 Druck, 8 Anhänger.
Das Wasser springen kann ich immer noch. Ich bin nur neugierig. Junge, wenn die Stadt zwei Bürger haben, die Alten sind verfolgt. Zwei Bürger. Dann sind es drei. Ja, wahrscheinlich. Nein. Ab ins Wasser. Wir werden hier meine Städte erstmal. Kein mehr in einem Bürger. Ach komm, wir laufen noch in die Richtung. Und du bist auf dem Weg hierhin. Und dann haben wir eine nächste Einheit. Oh, was haben wir denn hier? Ach, Einstein. Ja, stimmt ja. Der ist ja... habe ich ganz vergessen. Den habe ich ja außersehen versetzt. Oh, was möchtest du denn von mir? Einmalig 24 plus 4. Hab ich Pelze über? Ja. Den gibst du mir nicht, das gibst du mir auch nicht. Du möchtest 10 Kohle. Ich habe genau 10 Kohle. Wieso habe ich 10 Kohle? Verbrauche ich pro Runde Kohle für die Eisenbahn? Muss ich mal gucken. Kann ich das erhöhen? Auf 5. Nee, nicht 8, 5. Ah nein! Ich habe mich vertickt. Jetzt will sie auch Kohle. Ach, Kohle habe ich genug. Nee, sie will Salpeter. Macht einen gerechten Vorschlag. Einmal nicht 6 Gold für 30 Runden und offene Grenzen. Ah, Vorschlag annehmen. Oh, Kleopatra, wo bist du? Wie schön die Strategie auch sein mag, man sollte sich gelegentlich die Ergebnisse ansehen. Das stimmt. Linieninfanterist. Nahkampf eines Industriezeitalters. Ah. Jetzt werden wir gleich sehen, ob das sich noch lohnt, meine Politikkarte. Da. Position für Nah- und Fernkampfkavallerie moderne. Kleopatra, du wolltest mit mir handeln. Abkommen aushandeln. Was wolltest du? Ich glaube, du wolltest Pelze. Was würdet ihr mir geben? Erhöhen wir das mal auf 5. Macht mir einen gerechten Vorschlag. Nein. Ich habe nur noch 9 Kohle. Ja. Respektiert starkes Militär. Bei der bin ich gut im... Okay, wir gehen mal raus. Ich muss mal gucken. Kohle. Für Einheiten. Eine pro Runde für Einheiten. Sammelt 0 pro Runde. Verbraucht minus 1 pro Runde. Warum sammle ich keine Kohle? Irgendwas läuft hier gerade falsch. Kohle. Suchen.
Ich krieg von Hutza keine Kohle mehr. Das ist das Problem. Ich habe selbst keine Kohle, baue ich ab. Oh, Bombarde. Themen hat zweimal Kohle. Da oben kriege ich auch Kohle, ich brauche einen Siedler. Da auch. Bin wieder bei Hutza. Okay. Nein. Die Kohle muss ich mal abbauen. Handwerker. Wo bist du? Nein, was ich jetzt sage. Wir machen eine Pause. Ein Cut, meine ich. Du musst hier hoch. Wir brauchen einen neuen Handwerker. Ich habe in meiner Bibi-Dings zu lange genug gebraucht. Okay. Pause.